Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge hier mit unserem OMSI Bus-Simulator. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir uns mal ein neues Update angucken vom Masterbus Gen 3, denn hier gab es natürlich ein größeres Update, welches natürlich angekündigt wurde, wie wir auch schon in den ÖPNV-News hatten. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal hier im Spiel mal angucken. Und zwar natürlich ein besonderes Highlight, der Open Top. Wir sehen schon, oben ist offen, das Dach. Deswegen werden wir mal jetzt kurz mal hier so reinspringen und werden mal gucken, dass wir mal nach oben kommen und dementsprechend das Ganze mal angucken können. Ja, hier sehen wir schon, ne? Ist kein Dach mehr. Also klar, jetzt ist das Vordach jetzt natürlich hier drüber, aber wir sitzen jetzt hier im Freien. Ja, das ist eine relativ coole Sache. Hat man so in OMSI noch nicht gesehen. Finde ich eine relativ coole Sache, dass man das Ganze jetzt hier noch nachliefert. Man hätte natürlich jetzt hier die Frechheit besitzen können und das Ganze nochmal so als extra DLC raushauen können. Nein, Masterbus Gen 3 packt das hier noch oben rein als Update noch mit dazu. Man muss sowieso sagen, dass ich echt zufrieden bin über den britischen Content. Da werden die Busse nicht einfach rausgehauen, ja, und fertig ist es. Nein, das ist dann halt so, dass das Ganze dann immer noch geupdatet wird und hier gemacht wird und hier wird noch extra Feature hinzugebaut und so weiter und so fort. Also, wir fahren heute mit dem Open Top. Das Ganze fahren wir auf der Karte Fartington. Das ist eine Demo, die jetzt auch schon seit 2-3 Jahren, glaube ich, ja, als Demo ist. Ich glaube, an der Karte passiert, wird auch nichts mehr passieren. Man weiß ich nicht, vielleicht habt ihr davon Ahnung. Ist eine Karte, die man sich natürlich im Fellow Films runterladen kann. Und dementsprechend, ja, geht die Fahrt jetzt hier irgendwas mit 12 Minuten, hat 3 oder 4 Haltestellen. Ist nicht wirklich viel, aber es ist eine schöne Überlandkarte. Dementsprechend passt der Bus hier natürlich astrein dazu. Und ja, werden uns das Ganze, wie gesagt, dementsprechend jetzt hier mal anschauen. Somit, so gut. Wir stecken mal hier vorne ein, unser Arbeitsplatz. So, ich hoffe, das funktioniert alles. Ich habe ein Update gezogen von Java, von, ja, keine Ahnung. Das hat mir mein ganzes Lenkrad versaut. Dementsprechend muss ich mein Lenkrad komplett neu einstellen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Dass das Ganze wieder dementsprechend halt wieder funktioniert hier. Ärgerlich. So, wir brauchen Destination Code 2 bitte. Passt, perfekt. Können wir hier schon mal Fenster aufmachen. Dementsprechend Fartington Bus Station. Perfekt. Schon mal Scheinwerfer an. Ach, OMSI ist einfach so rein geile Simulation, wirklich. Also, da kannst du mir sagen, was du willst. Es macht jedes Mal Spaß, hier eine Runde zu drehen. Ob jetzt so einen britischen Content, deutschen Content, russischen Content. Ja, es ist einfach mit einer der geilsten Simulationen. Fällt mir immer wieder so auf. Ja, das muss ich immer mal wieder so ein wenig betonen. So, gut. Schauen wir mal. 9173. Das Ganze skippen wir. 3922. Und das bestätigen wir. Wundervoll. Dementsprechend. Oh. Jetzt müssen wir nochmal kurz. So. Vorwärtsgang rein. So, jetzt hat er hier ein bisschen gepiept, aber soll uns jetzt nicht groß stören. Wir werden jetzt unsere Runde hier drehen. Im neuen Update hier. 5 Minuten haben wir noch. Wundervoll, das passt. So, sollen wir mal einsteigen lassen hier. Hello there. So, auch hier, wie gesagt, werde ich wieder das Geld per Dings rausgeben. Weil ich habe hier schon wieder diesen Fehler, diesen fiesen Fehler drin, dass sobald ich hier auf die Scheine drücke, Oh. Ja, doch. Ja, thank you very much.
dass der mir, ja, oder dass der dann abstürzt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das scheint woanders kein Problem zu sein. Mein Gott, du drück doch jetzt hier einfach. Ja. Bitte. Woran das liegt, dass wenn, sobald ich hier auf den Schein drauf drücke, ist vorbei. Kannst du nichts mehr machen. Du kannst dich zwar in Omsi bewegen, kannst dich umgucken, du kommst aber aus diesem Zoom-Menü-Fenster nicht raus. Siehst du, ne? Du hast ja da jetzt diesen Pfeil, ne? Und, ne, warte mal, das ist der hier, genau, der hier ist das. Und da kommst du nicht raus, ja, wenn das hier dieses Sternchen-Dings hier ist, ne? Also, wenn man die mittlere Maustaste so gedrückt hält, ne? Kommst du nicht raus und dementsprechend kannst du nichts mehr machen. Du kannst keinen Bus mehr fahren, du kannst die Tür nicht schließen. Du kannst dich zwar umgucken im Bus, du kannst die Kamera wechseln und das funktioniert alles. Du kannst diesen Bus halt nur nicht mehr steuern. Ich weiß nicht, woran das liegt, das kann ich echt nicht sagen. Ist mir jetzt dabei nur bei den britischen Bussen aufgefallen, sobald du hier eine andere Währung drin hast. Also, keine Ahnung, woran das da liegt. Das ist mir schon vor einigen Folgen mal ist mir das aufgefallen. Ich habe da auch mal den Malte mal drüber angesprochen. Und der meinte, dass es vielleicht da ein Problem gab mit irgend, ja, weil es, ich glaube, das war auf der deutschen Karte. Da sind wir nur bei Berlin-Buch gefahren gerade. Da ist mir das erste Mal aufgefallen und da hatte ich das angesprochen gehabt. Und da meinte er so, ja, es liegt vielleicht daran, weil es halt deutsch ist und alles was. Das ist bis jetzt bei jedem Payware-DLC habe ich das Problem, sobald ich auf die Scheine drücke, hänge ich in so einem ganz, ganz, ganz fiesen Fenster fest. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, wir spulen schon mal die Zeit ein bisschen vor. Vielleicht haben wir jetzt hier noch jemanden, der eh mitfahren möchte. Und ja, lassen wir uns also dementsprechend überraschen. Sitzt oben schon jemand drinne? Nee. Aber das ist er. Ne? Das ist er. Das ist das Repaint, was dazukommt. Buses of Rest Country. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt der Branding-Patch drin ist. Ich glaube aber schon. Bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher. Ja, und sonst ne, ist wieder... Richtig nette Qualität hier. Das muss man wirklich dem britischen Content lassen, aber Modelle bauen können sie. Das können sie. Aber auch die Karten. Auch die Karten sind ziemlich geil. Also kannst du nichts zu sagen. So, los geht's. Achso, ich brauche ja noch Hilfspfeile. Das wäre natürlich auch noch sinnvoll. Dix wird nämlich nicht unterstützt. Und dementsprechend geht's wieder mal eine weitere Runde British Content. Passiert gerade viel. Auch Polygon Light hat ja ziemlich viele Updates jetzt bekommen oder bekommt jetzt auch noch Updates und so weiter und so fort. Also das muss man wirklich lassen, ja. Also bei den deutschen Content ist mir das doch gar nicht so oft aufgefallen. Also ich glaube, wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen grob nimmt, der E-Bus aus Hamburg hat bis jetzt über ein einziges Update bekommen. Das war es gewesen halt, ja. Und wenn man mal so überlegt, wie viele Updates hier einfach schon hier diese ganze Busse hier bekommen haben, der Polygon halt schon alleine, was der an Updates bekommen hat, fantastisch. So, coming soon, wahrscheinlich wohl nicht. Bin ein bisschen schade. Bin die schon mal jetzt so ein bisschen abgefahren. Finde ich eigentlich ganz nett. Weiß ich nicht, warum man da nicht mal dran weitergearbeitet hat. Funktioniert zum Großteil auch alles. Hier auf der Karte. Und ist richtig hübsch gestaltet hier alles, ne? Wenn man das, sich das Ganze mal so ein bisschen anguckt hier. Kann man schon sagen, dass es echt hübsch geworden ist. So eine richtig schöne Überlandkarte hier.
40. So, und alles einsteigen. So, einmal bekommst du dieses bitte. Zack. Oh, warte mal, jetzt will ich gucken. Thank you very much. Hello, one day rider, please, driver. Ich finde das aber schade, dass sie hier. Die kaufen immer alle ein Ticket. Wow, mal eine Person, die kein Ticket gekauft hat. Fantastisch. So, sitzt jetzt oben einer drin? Ja, ja, genau. Ja, guck mal hier. Das ist da schon voll cool, oder? Ich finde das richtig nice. So, da können wir mal ein Bild von machen. Dann haben wir das auch schon. So. Zähne setzen. Obwohl, hat der nicht auch so eine coole Funktion hier? Zum Beispiel auch, so typisch britisch, ja, diese Kameras hier. Warte mal, machen wir mal die Tür zu und werden wir losfahren. Wenn wir jetzt hier mal so einen Screenshot machen, das kommt das schon echt nice hier. Open Top. Haha! Da kommen wir hier schon mit britischer Flagge. Also deswegen, also die Karte, die ist echt hübsch geworden. Ich weiß gar nicht, warum die nicht mehr weiterging. Wie gesagt, vielleicht habt ihr da Ahnung, dann gerne in die Kommentare damit. Würde mich mal interessieren, warum man das Projekt eingestellt hat. Man muss ja wirklich sagen, jetzt bin ich ja so ein bisschen drinne, so mit dem britischen Content und alles was. Die beste Karte ist meiner Meinung nach immer noch Yorkshire, finde ich persönlich. Also das, die Karte kann sich mehr als sehen lassen. Die macht auch echt Laune, wirklich zu fahren, denn. Seht ihr, da wird schon ein bisschen voller. Ui. Gott sei Dank geht Schild um mir voran. Sonst hätten sie jetzt gleich alle wieder. Wir wollen aussteigen. Wir wollen wieder aussteigen. So, nach Farting, dann geht's nach rechts. Kommt da irgendwas? Nope. Können wir jetzt hier rumziehen. Perfekt. Uiuiui. Haben wir hier schon ein bisschen Bordstein mit hier. Die Karte, also was man da hier ein bisschen vorwerfen muss, ist, dass sie echt ein bisschen performance-lastig ist hier. Geht schon ein bisschen in die Performance hier. Öfters mal noch stehende Bilder, das man ja sonst ja überhaupt nicht gewohnt, so vom britischen Content her. Park and Ride hier. Mit 20 dürfen wir gerade mal fahren. Ja, dann wollen wir uns mal hier Mühe geben. Wir liegen eh gut in der Zeit. Äh,
die Stelle ist fies hier. Gleich bei den Pollern hier. Muss man hier warten, auch wenn hier Baustelle ist? Eigentlich nicht, oder? Sonst hätte der jetzt alle wieder gemeckert, wenn ich jetzt hier wieder drüber gefahren wäre. Doch stopp, du musst so anhalten. So. What? Oh, what? Ticket, please. A ticket, please. Please, please. Single, please. Single, es war 1,30, genau. Dala. Ticket, lad. Also, normalerweise könnte es jetzt hier nämlich die Scheine rausgehen. Ich traue mich da einfach nicht mal aufzudrücken. Ja, das ist echt fies. Das ist echt fies. Ja, genau hier. Ja. Also hier ist irgendwo was, was dem echt nicht gut tut. Richtig stehende Bilder. Also das kenne ich aus um sie gar nicht. Ja. Mittlerweile. Ja, davon aus, dass irgendwo wieder ein Fehler drin ist in der Hofdatei. Das ist zum Beispiel auch immer interessant. Es sind permanent Fehler in der Hofdatei drin. Permanent. Ist egal, was ich für eine Karte runterlade. Ja, es sind immer fehlerhafte Einträge. Ich weiß nicht, wie das da drüben geregelt ist. Ja. Aber es ist immer so, dass ich immer die Hofdateien immer anpassen muss. Immer nach Fehler überprüfen lassen muss und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist die Omsi vielleicht nicht so anfällig wie unseres. Da kommen wir nicht rum, wa? Ja doch, eigentlich schon. Eigentlich würden wir rumkommen. Das ist schon fies hier, ja? Diese Stelle hier. Eieieiei. Das ist ein geiler Bus, oder? Das ist ein richtig geiler Bus. Also das ist ein Payware-Bus, den kann man absolut empfehlen. Wie gesagt, das mit der Karte Yorkshire, großartig. Habt da richtig guten Content. All Routes. Na, dann wollen wir mal links abbiegen. So, gibt Vorfahrt. Machen wir. Hier will keiner. Dann gehen wir hier rum. Ja, hört auf zu meckern. Man muss ja nochmal abbiegen. Kann ich gar nicht ändern. Hier Siemens. Nicht wieder ein stehendes Bild. Dankeschön. So, 20er-Zone.
Ihr seht's, ne? Also es ist schon extrem heftig. Man sieht ja auch keinen anderen Verkehr, ne? Keinen anderen KI-Verkehr. Ich gehe mal davon aus, dass das das Problem sein wird. So, wieder mal Vorfahrt beachten. Der will links abbiegen, dann fahren wir schnell. Kann ich. Ah ja. Das ist aber. Station Road. Wir hätten hier eigentlich hier reinfahren müssen. Hier ist er, oder? Genau. Aber ich glaube, das ist Startchen, ne? Hier ist Ende und da ist Starten. Genau, weil die steigen nämlich hier nicht aus. So, Buses only. Oder Buses only. Das ist wieder so richtig schön eng hier alles. Oh, Gottes Willen. Oh, genau, jetzt steigen es auch alle aus. So Leute, das war wieder eine weitere Folge mit diesem Gefährt hier. Also muss man wieder sagen, einen großen Respekt, ein großes Dankeschön an den Entwicklern vom Masterbus gehen rein. Ja, dafür, dass sie hier uns weiterhin mit Content hier immer noch voll füttern. Es gibt natürlich noch mehr. Der Open Top ist natürlich nicht das Einzige, was dazu gekommen ist. Es ist eine ganze Menge dazu gekommen. Ich kann euch die Patch Notes, wenn ich es nicht vergesse, unten in die Videobeschreibung packen. Notfalls, wir hatten sie jetzt in den letzten News gehabt, da haben wir das Ganze so ein bisschen abgearbeitet, was jetzt in dem neuesten Update jetzt hier drin war. Wie gesagt, schaut da am besten mal rein. Und sonst, ja, kann ich diesen DLC wirklich wärmstens empfehlen. Wer immer mal so ein bisschen doch so rüberlinst in anderen Ländern und mal doch mal ein bisschen britisch Content fahren möchte, der macht definitiv mit diesem Bus hier absolut nichts falsch. Also sonst kann ich wirklich nur sagen, das macht schon echt Spaß, damit rumzucruisen. Wie gesagt, und Highlight jetzt natürlich hier oben Open Top. Schade ist natürlich, dass es den nicht in der deutschen Variante gibt. Wäre natürlich noch wünschenswert, wenn man das Ganze dementsprechend nochmal machen könnte, dass man das dann vielleicht dann auch im Deutschen umbauen könnte. Da muss man jetzt dementsprechend mal ein bisschen abwarten, ob da vielleicht mal irgendwas kommt. Das war es aber für die Folge für heute. Bedanke mich, dass ihr dabei wart und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns zum nächsten Mal wiedersehen, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne ein Like da lassen, freue ich mich sehr drüber und sonst verabschiede ich mich jetzt, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!